Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka und hier gibt's mal wieder ein kleines Infovideo, ein bisschen Kommunikation mit euch, das ist ja wichtig und es schauen ja erstaunlicherweise auch immer wieder Leute diese Infovideos und ich bin ganz überrascht und freue mich darüber, dass ihr da Interesse dran habt, aber na klar, ihr wollt ja auch wissen, wie es weitergeht, was passiert und so weiter und darüber wollen wir hier ein bisschen reden, zum einen zum Staffelprinzip. Die ersten Tests, die ich gemacht habe, sind ja jetzt quasi schon einen Monat, lief jetzt das Staffelprinzip mit Phoenix Point und Stellaris. Da möchte ich gerne euch erzählen, wie es weitergeht und wie die Erfahrungen sind. Es gab eine Umfrage über Stellaris, was kommt danach? Darum soll es hier heute gehen. Dann habe ich nochmal ein kleines Geschenkpaket, beziehungsweise Geschenkpaket ist übertrieben, aber ich habe von Assemble Entertainment, von den Leuten, die Highrisers gepublished haben, noch was bekommen. Das möchte ich euch zeigen, weil es irgendwie schön ist, sowas zu bekommen. Und dann geht es auch darum, für neue Leute, die auf dem Kanal sind, wie es dann so weitergeht und was man vom Kanal erwarten kann und was man auch nicht erwarten kann. Denn das muss ich immer wieder mal wiederholen, damit die Leute nicht enttäuscht sind. So, ich gucke mal, ob ich das wirklich in einzelne Abschnitte unterteilt kriege oder ob ich das so ein bisschen insgesamt mache. Aber darum soll es heute gehen. Also, wir schauen mal als erstes auf den Programmplan. So, und da sind wir. Und Vorsicht, das ist meine Planung. Die sieht immer ein bisschen besser aus als das, was ihr dann bekommt. Hier habt ihr den aktuellen Plan. Da ist dann jetzt schon wieder Company of Heroes dazwischen und so weiter. Es sieht also alles immer ein bisschen. Meine Planung ist immer sehr gut und sehr geordnet. Und dann seid ihr immer dran. Und da wird es immer ein bisschen chaotischer, weil ich manchmal was nicht schaffe oder manchmal was verschiebe und von 18 Uhr auf 16 Uhr schiebe und so weiter. Und dann sieht es nicht mehr ganz so ordentlich aus. Ist aber fast so wie das hier. So, und jetzt soll es ein bisschen darum gehen, was bleibt, was kommt, was geht. Auch wenn ich euch nicht alle Namen schon sagen werde von dem, was jetzt hier bald auftauchen wird. Und gleichzeitig auch ein bisschen um die Erfahrung aus dem Staffelprinzip. Also zum einen mal Disco Elysium. Ja, ich fange mal mit dem an, was die wenigsten von euch interessiert, aber ein paar dann doch. Das bleibt natürlich und ich mache das weiter, auch wenn die Aufrufzahlen so niedrig sind. An dieser Stelle einen dicken Dank an alle die, die da weiterhin mit dabei sind. Und ich erkenne, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, das sehr an, dass ihr immer ordentlich liked. Also es ist immer so, dass Disco Elysium mit ungefähr 30 Klicks genauso viele Likes hat wie Old World mit 150 oder auch Kingdoms Reborn mit 150 oder 200. Daran erkenne ich, dass die, die da weiter mit zuschauen, dass die sich freuen darüber, dass das weiterläuft. Das ist sehr prominent bzw. sehr viel hier immer geplant mit 6 Folgen die Woche. Da könnte man jetzt sagen, bist du wahnsinnig, genau das Spiel, was überhaupt keine Aufrufe hat, das machst du so oft, aber es ist ein Rollenspiel, es ist eine Sache, die für mich relativ locker aufzunehmen ist, da ich das Spiel zum einen kenne und zum anderen ist es halt sehr viel Vorlesen. Das kann ich nicht auf Dauer machen, aber das muss einfach auch, weil Rollenspiel und so weiter, man muss ja an der Geschichte dranbleiben und ich hoffe, dass ich das weiter schaffe. Ist allerdings aufgrund der niedrigen Aufrufzahlen auch eines der Let's Plays, wo ich immer mal sage, okay, das schaffe ich jetzt morgen nicht, dann schmeiße ich das einfach raus, auch kurzfristig, nur dass ihr Bescheid wisst, das kann mal passieren und dann kommt es halt am nächsten Tag, geht es dann wieder weiter. Das ist eins der ersten, das ich rausschmeiße, wenn ich mal überfordert bin. So, dann kommen wir zu den beiden Phoenix Point und Stellaris, die bisher, also hier steht jetzt Going Medieval, das ist auch so. Bisher ist es aber so gewesen, dass hier Phoenix Point war, dann Stellaris und dann wieder Phoenix Point. Das läuft jetzt schon einen Monat lang so und ich muss auch da dickes Dankeschön sagen, das läuft hervorragend. Ja, also die Aufrufzahlen sind überhaupt nicht gesunken und ich habe sogar das Gefühl, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich mich sehr viel mehr noch darauf freue, das dann weiterzuspielen, wenn man eine Woche Pause gemacht hat, dann denke ich immer so, also jetzt Stellaris sowieso, weil wir in der Endkrise sind, ich brenne drauf, das Ding zu machen und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber auch bei Phoenix Point ist es genauso, eine Woche Pause hilft mir wahnsinnig, mich wieder auf die Schlachten und auf die Kämpfe zu freuen. Und vielleicht geht es ja sogar euch auch so, weil man kann das ja auch nicht die ganze Zeit gucken. Ja, ich hoffe, dass das im Gleichen, also dass es euch da genauso geht wie mir. Vielen, vielen Dank, dass das so wundervoll funktioniert hat. Und ihr wisst, eigentlich möchte ich das ausbauen auf weitere Staffelprinzipien und nicht nur den 14-Uhr-Slot als Staffel machen, sondern auch die anderen beiden.
Und da muss ich gestehen, habe ich mich bisher noch nicht getraut, die neuen Reihen Old World Kingdoms Reborn auf Staffel zu setzen, weil ich natürlich davor Angst habe, dass dann die ganzen Leute abhauen. Jetzt seht ihr hier, Old World bricht ab, aber das wird nicht so sein, aber da komme ich gleich zu. Erstmal geht es um Going Medieval. Das übernimmt jetzt gerade erstmal den Stellaris-Platz und hat dann 6 Folgen am Stück und wird danach beendet werden. Also Phoenix Point und Stellaris spielen wir natürlich zu Ende, ja, ist klar. Das ist ja keine Frage. Stellaris, werden wir mal schauen, vielleicht ist das schon nach dieser Staffel zu Ende. Müssen wir dann sehen. Kommen wir gleich auch zur Umfrage. Also, Going Medieval kriegt jetzt noch 6 Folgen und ist dann mit Folge 23 zu Ende. Das sage ich euch auch nochmal in dieser Folge. Ich glaube auch, dann haben wir genug gesehen von dem Spiel. Da muss doch ein bisschen was dazukommen, damit es dann spannend bleibt für länger. Und warum schiebe ich das hier einen nach vorne und Stellaris muss noch einen Tag warten? Das hat einfach was damit zu tun, dass hier ein neues Let's Play starten soll. Am Mittwoch oder am Dienstag. Sage ich gleich noch was dazu. Und das ist auch im Aufbaubereich. Insofern ist das ganz gut, glaube ich, das vorzuziehen. So, dann haben wir eben Old World und Kingdoms Reborn. Die sollen natürlich auch noch eine Weile weitergehen. Kingdoms Reborn auf jeden Fall so lange, bis wir die ganze Forschung durch haben. Und bei Old World will ich, ja, also klar, da spielen wir bis zu Ende. Ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, ich traue mich noch nicht, das komplett so jetzt zu machen, dass wir jetzt eine Woche Pause machen. Auf kurz oder lang soll es so sein, dass es hier um 16 Uhr einen weiteren Staffelslot gibt, der dann immer von freitags bis mittwochs läuft und donnerstags Pause macht. Ihr seht schon, das ist von Steinwallen kopiert, besser schlecht kopiert als, Quatsch, besser gut kopiert als schlecht neu erfunden, habe ich mir gedacht. Und der hat da viel Gehirnschmalz reingesteckt und ich klaue ihm das einfach ab, denn es ist wirklich einfach eine gute Sache fürs Aufnehmen und Machen. So, also Old World wird jetzt nicht eine Woche Pause machen. Wir werden weitere Folgen hier reinhaben. Ihr seht, in eurem Plan sind die momentan auch nicht mit drin. Aber ich kann euch sagen, da kommt was. Es kann nur sein, dass zwischendurch mal ein Tag Pause ist, weil ihr seht, dann sind es schon wieder 5 Folgen am Tag. Das ist eigentlich zu viel. Ja, so. Und bei Kingdoms Reborn werden wir schauen, Moment, wo bin ich jetzt da? Werden wir schauen, vielleicht wird das auch dann irgendwann in der kommenden Woche sich in ein Staffelprinzip umändern. Aber erstmal läuft das noch eine Weile weiter, bis mindestens Dienstag vielleicht auch dann nochmal weiter. Also das dritte Staffelprinzip sollte dann so laufen, dass es von Mittwoch bis Montags läuft und dann dienstags die Pause hat, dass wir immer dienstags, mittwochs und donnerstags ein Video weniger haben, sodass ich da ein bisschen Luft habe, um neu zu produzieren. Dann haben wir, okay, jetzt habe ich euch das alles gesagt, aber wie gesagt, das geht alles weiter. Es kann nur sein, dass es zwischendurch zu Pausen kommt. Es gibt in der nächsten Woche definitiv 2 neue Let's Plays, die ich euch noch nicht verrate, welche es sind. Ist einmal Strategie, einmal Aufbau. Das eine spiele ich schon, beide Spiele habe ich schon vorgestellt in einem Vorgestellt-Video. Die Entwickler, das ist immer ganz schön, die freuen sich über die Vorgestellt-Videos schicken mir dann dementsprechend auch ein bisschen was zu. Und das hier weiß ich schon, am Samstag wird es ein neues Let's Play, ein neues Strategie-Let's Play geben. Da spiele ich gerade schon rein, da ist bloß das Embargo erst am Samstag zu Ende. Da freue ich mich sehr drauf. Und bei diesem Aufbauspiel, da habe ich jetzt die Zusage, dass ich irgendwann hier den Key bekomme. Ob dann da ein Embargo drauf liegt, das weiß ich noch nicht. Das Spiel kommt dann erst eine Woche später raus. Aber ich glaube, sie so verstanden zu haben, dass ich dann schon spielen darf. Da werden wir nachschauen. Das ist ein neues Aufbauspiel. Auch das gab es schon mal in der Vorgestellt-Reihe. Im Übrigen, heute gab es jetzt kein Vorgestellt wieder mal, weil ich nicht noch ein kanalfremdes Spiel bringen wollte. Ich hatte Destroyer mir angeguckt, ich hatte Garbage mir angeguckt, ich hatte noch was mir angeguckt, was ich da nicht gut fand. Das sowieso, manchmal plane ich was und dann spiele ich das und dann denke ich so, ging mir so bei Dream Engines Nomad City zum Beispiel. Das mag für andere Leute ein schönes Spiel sein, aber das fand ich dann nicht cool genug oder nicht für mich cool genug, um das dann vorzustellen.
dann kann es auch mal ausfallen. So, aber grundsätzlich mag ich diesen Slot am Mittwoch mit einer Spielevorstellung. Diese beiden Let's Plays sollen natürlich kommen. Noch ein Grund, warum wir Old World gerne weitermachen, ist, dass natürlich, und da kann man den Namen auch schon sagen, am Dienstag, dem 17. kommt Humankind raus. Da wollen wir natürlich reingucken oder auch länger spielen. Und vielleicht schaffen wir es, dass Old World bis dahin wir den ersten Sieg geschafft haben. Ich hoffe, wir siegen. Und dass wir dann mit Humankind direkt das nächste 4X-Game haben. Und hier seht ihr schon, habe ich noch was anderes geplant. Das ist mal wieder eine Ausnahme, dass ein bisschen Kanal extern oder nee, also nicht im Kanal Spektrum liegend 12 Minutes. Das ist so ein Adventure-Spiel, das ich so cool finde, dass ich das gerne spielen möchte. Das kommt am Donnerstag, den 19.08. und vielleicht machen wir da einfach einen Stream und spielen das zusammen. Und ich hoffe, dass dann nicht wieder alle sagen, wir wissen das. Ist ja keine Strategie, ist kein Aufbau, will ich nicht sehen. Aber ihr müsst es ja auch nicht gucken. Also ich freue mich darauf. Wir schauen mal, wann wir da zu einem Stream kommen. Das will ich sehr gerne zeigen. Das ist, glaube ich, die Planung. Genau. Und jetzt kommen wir zu, was kommt nach Stellaris, weil da muss ja was kommen. Und dazu gehe ich mal kurz auf die Umfrage. So, und das ist hier der Endstand. Ihr habt es mir aber auch sehr spannend gemacht. 176 Stimmen. Ich freue mich sehr, dass so viele mit dabei waren. Bei der Frage, was kommt nach Stellaris? Welches Paradox-Spiel? Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4, Imperator Rom oder, mir egal, ich hasse Strategie. Das war sehr, sehr spannend. Tatsächlich, Europa Universalis hat es nie geschafft, irgendwie viele Punkte zu bekommen. Es war am Anfang ganz klar auf Hearts of Iron 4. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es Hearts of Iron 4 wird, weil ich bei anderen Kanälen ein bisschen geguckt hatte. Da gab es manchmal auch so Umfragen. Ich habe ein bisschen gewühlt in anderen Strategiekanälen. Da hat immer Hearts of Iron 4 gewonnen, bei mir nicht. Bei mir ist es dann am Ende Crusader Kings 3 geworden. Es hat eine große Aufholjagd gewesen. Es war dann quasi eine ganze Weile lang punktgleich und dann ist Crusader Kings nach vorne geschossen, auch wenn es dann auch nochmal eine Aufholjagd von Imperator Rom, das war am Anfang sehr abgeschlagen und bekam dann auch noch einige Stimmen dazu. Also, so sieht es jetzt hier aus. Und das Einzige, was jetzt das Problem ist daran, ist, dass ich Crusader Kings 3 sowieso natürlich machen wollte, sobald das DLC rauskommt. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt ich würde das auch spielen jetzt, bevor das DLC rauskommt. Es ist jetzt gewählt worden und damit hat es gewonnen. Ich würde euch trotzdem irgendwann in der nächsten Woche im Bereich von, wenn ich jetzt absehen kann, ob Stellaris in der nächsten Staffel vorbei ist oder ob es danach noch eine Staffel gibt, werde ich dann entsprechend, wenn das Ende absehbar ist, hier euch nochmal ein Vorstellungsvideo machen von den beiden Sachen, die ich da jeweils machen möchte. Ja, nur dass ihr dann Bescheid wisst und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie beides laufen haben. Bei Hearts of Iron 4 ist es nämlich so, da muss ich auch wieder auf den guten Steinwallen zurückgreifen. Ich mag auch eine bestimmte Sache bei Hearts of Iron 4 nicht und werde das auch entsprechend langsam spielen. Das muss Leuten auch gefallen oder nicht gefallen, da würde ich nochmal fragen. Ansonsten lassen wir es bei Crusader Kings 3, wenn euch das nicht gefällt. Aber da gibt es sozusagen nochmal so eine Art Stichwahl zwischen diesen beiden Sachen, aber beides wird in irgendeiner Form in der nächsten Zeit kommen. Vielen Dank für 176 Stimmen. Ich glaube, so Umfragen muss ich mal öfter machen. Das ist lustig, das macht Spaß und es ist aufregend, jeden Tag zu sehen, ah, jetzt haben wir da 20 und jetzt geht das nach oben und das nach unten und so weiter und so fort. So, also das ist auch nochmal ein neues Spiel, insofern eigentlich quasi das vierte neue Spiel innerhalb der nächsten 3 Wochen. Und an der Stelle muss ich euch verweisen auf den letzten Teil des Videos, wo ich nochmal sage, was ist zu erwarten, denn ich weiß mittlerweile relativ gut, wann ich wieder sehr stark in Arbeit bin und dann müssen wir wieder Sachen zurücknehmen. Das kommt am Ende, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit in das Spiel Highrisers, da Assemble Entertainment mir da was geschickt hat und das ist einfach süß, das möchte ich euch einmal zeigen. So, und da sind wir bei Highrisers und ich werde jetzt nicht noch ein neues Video von Highrisers machen, denn das hatte ich schon fertig und das Geschenk kam sozusagen etwas zu spät dafür. Ja, sie haben mir eine bestimmte Textdatei geschickt, die ich jetzt ins Spiel reinpacken konnte und da ist offensichtlich auch Audio mit dabei. Ich starte das einfach mal. Ich finde es sehr schön. Ich lasse jetzt die englischen, ihr könnt ja sozusagen mitlesen.
Das ist sozusagen ein neuer Start, eine kleine Sequenz, die vorneweg kam, die sie an bestimmte Streamer vor allen Dingen offensichtlich geschickt haben. Ich habe auch schon nochmal geguckt, wer da sonst noch so dabei war. Da waren große Hand of Blood und Garderol und so weiter. Und deswegen freue ich mich, dass ich da auch mit dabei war. Also okay, meine Damen und Herren, große Neuigkeiten. I don't feel like a lady. Oh, give me a break, Chief. You rarely speak 20 words a day, but when I have an announcement to make, you start off with the semantics. Also ja, er hat eine große Ankündigung zu machen. Ich werde jetzt nicht übersetzen, sondern das einfach mal laufen lassen. So, hier. What's the great news you mentioned? Glad you asked. Today, a streamer will be playing. A streamer? Oh, yes. It will be the famous Slobaka himself. Das ist doch schön, oder? Also nicht nur, dass das der Text ist, also klar, das ist bei allen Leuten das Gleiche grundsätzlich, aber sie haben es eingesprochen, sie haben meinen Namen eingesprochen und sie haben bei mir auch noch einen zusätzlichen Satz rausgebracht, wo ich dachte, ja okay, du hast einen guten YouTube-Namen. I have to admit, I've never heard of him. Das ist natürlich unverschämt. Is that like a slow Wookie? Ist das ein langsamer Wookie? Darüber habe ich mich doch sehr gefreut. Also, oh, come on, und der Rest... You're not that old. Ist genauso wie bei allen anderen auch. And the whole crew in front of his viewers. Everybody knows him. Jeder kennt ihn. Don't blame me. I bet Mo doesn't know him either. Right, Mo? You couldn't be more wrong. Mo I'm kennt quite uns natürlich. Familiar with his stream. Actually, I'm a regular viewer. Na, da schau her. For real? You're kidding me, aren't you? Enough of the chitter-chatter already. Let's focus on our tasks. I want you all on your best behavior. That means no glitches, no bugs, no crashes, and no constant whining. Und das finde yes, ich auch kiddo, ganz süß. Looking in your direction here. Dass sie dann hier nochmal sagen, hier, wir müssen aufpassen, keine Glitches, keine Bugs, keine Crashes bitte, denn es schaut jetzt jemand zu und das wird auch noch veröffentlicht. Let's do it. So, und dann geht's ins normale Spiel hier hinein. An dieser Stelle vielleicht noch eine positive Bemerkung. Sie haben einiges weiter gepatcht und haben noch ein bisschen weiter gemacht, ein bisschen ausgebalanced und so weiter. Aber ganz genau kann ich euch das nicht sagen und darum geht's ja jetzt hier auch nicht. Trotzdem war es mal schön, sowas zu haben. So, und jetzt noch einmal zurück. Und zwar einfach hier auf diesen Infoscreen, denn jetzt geht's nur noch darum, dass ich euch sagen kann, dass ich natürlich auch deshalb dieses Staffelprinzip einführen möchte, um mehr Freiraum zu haben, besonders in den Zeiten, in denen ich Arbeit habe. Und das wird definitiv, also Ende August geht es schon wieder, also ich bin jetzt schon wieder dabei, aber im September bis Mitte Oktober wird es nochmal wieder richtig ordentlich und dann wird sich die Anzahl der Videos definitiv auf 1 bis 2 am Tag wieder reduzieren müssen. So, und das muss ich irgendwie durchziehen und das werde ich auch durchziehen, natürlich, weil es geht gar nicht anders. Es würde mich jetzt wirklich interessieren, also das richtet sich vor allen Dingen an Leute, die jetzt neu auf dem Kanal sind. Es gibt immer eine große Fluktuation bei mir, wahrscheinlich, weil ich so viele unterschiedliche Sachen mache. Ich bin mir nicht ganz sicher, also man merkt immer, wenn ich neues Let's Play starte, dann kommen immer eine ganze Reihe von neuen Leuten dazu, ist klar. Und dann immer so, nachdem das so 2 Wochen läuft, dann hauen wieder die Hälfte ab. Das ist ja auch in Ordnung, wenn es dann nicht mehr interessiert und so weiter. Und ich hoffe, dass die Leute bleiben, die wirklich lange Let's Plays auch auf Dauer genießen können, die ein bisschen mehr Stamina haben vielleicht und auch mal eine Pause ertragen können, weil das wird bei mir irgendwann kommen. So, nachdem bisher fast alle Infovideos immer noch Abonnenten generiert haben, hoffe ich mal, dass es bei diesem Mal mit dieser Ankündigung nicht ins Negative geht und hier das erste Infovideo kommt, wo mal ein paar Leute deabonnieren, aber wer weiß das schon. Gut, liebe Leute, also es geht weiter. Im September wird es weniger werden, aber ihr seht schon, wir haben viel vor. Es gibt 4 neue Spiele. Die Frage ist nur, wie oft sie dann kommen werden und ob wir dann in ein Staffelprinzip gehen, das uns ermöglicht, die Spiele zwar weiterhin konstant zu genießen, aber konstant langsam. Dafür bin ich schließlich ein langsamer Wookie. Gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht oder wann immer ihr das seht, auch einen guten Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dieses Video ist jetzt ein bisschen länger geworden als die anderen. Mal schauen, wie viel es bis zu Ende schaffen. Macht's gut. Bis dahin.